Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen, Frau Professorin Dr. Gesche Joost von der UdK Berlin. Sie ist dort Professorin für Designforschung und ich sage mal mit Sicherheit vielen von uns bekannt durch enge Verbindung, die ihre Arbeit auszeichnet, die enge Verbindung einerseits von Forschung zur Digitalisierung, zum Beispiel in dem von ihr geleiteten Design Research Lab, mit ihren netzpolitischen, gesellschaftspolitischen, bürgerschaftlichen Engagement, für das sie ja auch schon ausgezeichnet worden ist. Dass ihr Verständnis von digitaler Souveränität, so wie Sie das dargelegt haben, als neuem Leitbild für Menschen und Institutionen, das Sie mit einer Forschungsgruppe ja im Weizenbaum-Institut entwickelt haben, das kommt unserer Vorstellung von Hochschulbildung doch sehr nahe. Frau Professorin Joost versteht Digitalisierung unter Einbeziehung von KI als Gesellschaftsaufgabe, wobei die Betonung auf Gesellschaft liegt. Eine Aufgabe, die gemeinsam, kritisch, aber zukunftsorientiert angegangen werden muss. Und es ist völlig klar, und das sehen wir als Arbeitsgruppe genauso, darin müssen die Hochschulen mitwirken. Und dass dies nicht im Abstrakten hängen bleiben muss und hängen bleiben kann, das hat Ihre Arbeit an vielen alltags- und gemeinschaftsbezogenen Projekten gezeigt. Und dass Design und Designforschung für die Hochschulen bei deren Neuorientierung im Zeitalter der Digitalität eine wichtige Leitfunktion haben kann, hat sie dadurch deutlich gemacht. Zumindest für mich ist das eine klare Positionierung. Frau Professorin Joost, wir freuen uns auf Ihr Statement. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Metzner. Das ist eine ganz tolle Vorstellung. Ich freue mich sehr, eingeladen zu sein. Ich würde Sie auch einladen, wenn Sie mögen, können Sie gerne auch Ihr Video anmachen, sonst spreche ich so mit mir selber. Das ist auch was Merkwürdiges, was so diese Videokonferenzen manchmal mit sich bringen. Und ich schalte jetzt mal meinen Bildschirm frei. So, das müsste doch ganz gut klappen. So, wunderbar. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier einen kleinen Beitrag leisten kann und vom Kollegen Nils Pinkwart ausgesehen, müsste man sagen, now to something completely different. Also ich habe eine ganz andere und komplementäre Sichtweise, aber ich finde es immer toll, auch deine Arbeit zu sehen, lieber Nils. Wir sind ja beide auch am DFKI unterwegs. Ich bin zusätzlich eben am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft und als Hintergrund, als Designerin habe ich vielleicht auch nochmal einen anderen Blick, einen pragmatischen Blick auch, wie man KI vielleicht eher hacken, einsetzen und umformen kann und das vielleicht auch ganz inspirierend sein kann für die Hochschulbildung. Mein Thema ist KI, Big Data und Algorithmen, Herausforderungen für Lehre und Forschung. Ich möchte einsteigen, Ihnen ein neues Wahlverfahren vorzustellen. Vielleicht kennen Sie das noch nicht, aber das ist sehr, sehr spannend. Und zwar nennt es sich Smile to Vote. Die Technologie dahinter ist ein Political Physiognomy Analytics System und es basiert auf einem neuen KI-Verfahren. Also im Hintergrund läuft eine Gesichtserkennung ab, ein Musterabgleich mit anderen Physiognomien von Bürgerinnen und Bürgern. Und auf dieser Grundlage kann man dann bestimmte Verhaltensmuster vorhersagen. Das ist eine ganz spannende Idee. Also die Zielsetzung ist dahinter, ein intelligentes und individualisiertes und sehr effizientes Wahlverfahren in demokratischen Prozessen einzuführen, was auch endlich objektiv ist. Also die Herausforderung, die wir ansonsten in solchen Wahlverfahren haben, ist ja häufig so, ne, der persönliche Bias, bestimmte Emotionen, Stimmungsschwankungen vielleicht am Tag oder auch die Beeinflussung durch andere. Und dadurch werden Wahlprozesse häufig so unberechenbar. Und diese Technologie stellt nun vor, wie man endlich zu einem berechenbaren Verfahren kommen kann. Das Verfahren ist sehr einfach. Ich brauche eigentlich nur ein Handy dazu. Ich scanne mein eigenes Gesicht und es wird im Hintergrund eine Analyse gefahren mit Millionen von anderen Gesichtern und auf dieser Grundlage wird die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, auf Grundlage meiner Physiognomie, welche Partei ich denn wählen würde. Und mit einem einfachen Lächeln kann ich das innerhalb von Sekunden bestätigen.
Mit diesem Beispiel sind wir mittendrin in der Diskussion, welche Rolle kann denn das Design in der Bildung von KI spielen? Welche Perspektiven wirft das Design auf KI-Technologien? Und wie kann es womöglich Zukünfte projizieren? Wir nennen diese Methode Futuring, also auch ein neues Kunstwort, Futuring, Tech Utopia und Tech Dystopia. Dieses Wahlverfahren, das haben Sie natürlich sofort gemerkt, ist ein Design-Hack. Es ist zu bestaunen im Futurium in Berlin, im neuen Museum der Zukünfte. Und es ist wirklich eine Wahlkabine, in die man hineingeht, gestaltet von Alexander Peterhensel von der Universität der Künste. Und das ist schon eine Erfahrung, ich habe sie selber auch mehrfach gemacht. Man geht in diese Wahlkabine, das Gesicht wird analysiert und man bekommt plötzlich attestiert, dass man die AfD wählen würde. Und das ist eine körperliche Erfahrung, die hängen bleibt. Und dann fängt man an zu fragen, auf welcher Grundlage ist diese Entscheidung getroffen worden? Wie funktioniert der Algorithmus? Wie werde ich eingeordnet? Und in diesem Beispiel von dieser Wahlkabine ist es so, dass die Gesichter von den Parlamentariern im Deutschen Bundestag analysiert wurden und die Grundlage sozusagen für den Datenabgleich liefern. Das wirkt natürlich dystopisch. Andererseits, wenn wir nach China gehen, ist Smile to Pay, nicht Smile to Vote, aber Smile to Pay bei Kentucky Fried Chicken eine Technologie, die seit 2015 eingesetzt wird. Also so ganz weit weg sind wir davon nicht. Dieser Begriff Futuring Tech Utopia und Dystopia ist eine meiner ersten Thesen. Ich habe vier von diesen mitgebracht. Die sind auf Englisch formuliert, weil mein Unterricht wie bei vielen international ist und bewusst auf Englisch passiert, um vielen Menschen auch international den Zugang dazu zu ermöglichen. Deswegen haben wir hier so ein bisschen Mischung zwischen Englisch und Deutsch. Futuring Tech Utopia und Dystopia. Hier geht es um die Zukunftsfähigkeit von Design, um Kritikfähigkeit für KI zu ermöglichen und zu befördern. Das zweite Thema, Out of the Ivory Tower, die Frage der Reichweite, der Transdisziplinität und auch der Vielfältigkeit als Leitprinzipien in der Lehre und Forschung. Das dritte Thema, DIY AI, also Do It Yourself. Ich bin ein großer Fan davon, selbst Hand anzulegen, Coding Skills zu fördern, Krypto-Party zu fördern und Bausteine der eigenen Erfahrung mit KI-Technologien zu ermöglichen und das ganz explizit in der Lehre zu machen. Und der vierte Punkt wäre nochmal die gesellschaftspolitische Dimension, Politics of AI. Also müssen wir nicht auch in der Lehre immer wieder reflektieren, wo stehen wir eigentlich auch vielleicht in der deutschen Gesellschaft und im europäischen Kontext zwischen einer humanistischen Ethik und dem, was wir unter dem Thema Sozialkreditsystem debattieren. Zu jedem dieser vier Punkte werde ich Beispiele liefern und versuchen, ein bisschen Diskussionsstoff zu liefern. Zum ersten Thema. Design projiziert mögliche Zukünfte, die die Kritikfähigkeit fördern. Wir sind ja an so einem ganz interessanten und auch neuralgischen Punkt in der Debatte über den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und zwar komme ich noch eigentlich geprägt aus dem Beginn des Internets sozusagen aus der kalifornischen Ideologie. In den 90er Jahren haben wir alle fest davon geglaubt, dass der Zugang zu Wissen, diese neue, vielleicht sogar basisdemokratische Infrastruktur des Internets, das Gute, das Neue ist. Und wir waren sehr davon geprägt, auch dass von dieser Erzählung, ne, jeder kann in seiner Garage das nächste große Start-up bauen und KI ist eben die nächste Zündstufe dieser kalifornischen Ideologie. Das ist ja etwas, was viel auch noch die ökonomische Debatte prägt und sicherlich auch diese Überhöhung geprägt hat. Das ist gekippt in den letzten Jahren und immer mehr und das habe ich unter diesem Schlagwort The New Dark Age mal tituliert, also das die Betonung der Schattenseiten insgesamt der Digitalisierung von Datenmissbrauch, Cybersecurity über Hate Speech auf den Plattformen und Ähnlichem. Und auch KI-Technologien werden teilweise sehr mythologisiert, also werden überschätzt in ihrer Reichweite, besonders was die negativen Effekte angeht und teilweise, glaube ich, unterschätzt in dem, was sie an spezifischen Kompetenzen in eng definierten Aufgaben eigentlich leisten können. Also wir haben hier eine Disbalance in der Diskussion um künstliche Intelligenz. Ziel der Hochschulbildung muss es daher ganz klar sein, dass wir faktenbasierte, informierte Kritik
ermöglichen. Wir müssen die Studierenden und uns auch als Lehrende ermächtigen, Entwicklungen zu beurteilen und Entscheidungen zu treffen. Weil das ist, glaube ich, eine ganz große Verantwortung, die wir haben, wenn wir uns bewusst machen als Hochschullehrerinnen und Lehrer, dass wir EntscheidungsträgerInnen und GestalterInnen der Zukunft ausbilden. Und ich glaube, so hoch muss unser Anspruch sein. Und ich merke es in der Diskussion mit meinen Studierenden häufig sehr stark, dass da das übliche Paradox, was wir im Rest der Gesellschaft auch finden, auch sehr präsent ist. Also die komplette Nutzung jeglicher digitaler Technologien, neuer Verfahren, die eigentlich sehr bedenkenlos genutzt werden. Auf der anderen Seite, auf Nachfrage hin, sind natürlich die Datenschutzbedenken immens. Die Kritik an den großen Plattformen ist immens. Und KI wird erstmal eigentlich auf der rhetorischen Ebene, sagen wir mal, zurückgewiesen und sehr in Schrank gewiesen. Aber es ist nicht informiert. Also es ist wirklich sehr schade zu sehen, dass da ein sehr oberflächliches Wissen nur besteht, was eben genau in diese beiden Pole auch reinfällt und keine Übersetzung auch in die praktische Handlungskompetenz hat. Und das müssen wir, glaube ich, adressieren. Da kann das Design, wie ich finde, eine wichtige Rolle spielen, durch solche Szenarien wie Smile to Vote, durch Interventionen auch im öffentlichen Raum, auch durch Visualisierungen, wie man im Hintergrund der Folie sieht. Also es ist ja eine ganz einfache Visualisierung, wie so eine Smart City funktioniert. Aber ich glaube, das stellt einem sehr gut vor Augen, wie diese Daten zusammengetragen werden, was eine Cloud-Infrastruktur eigentlich bedeutet, was es bedeutet, wenn diese verschiedenen, wie jetzt in dem Beispiel, Mobilitätskonzepte und Modalitäten, wenn die eben zusammengenommen und analysiert werden und was man da an Effizienzpotenzialen heben kann, das ist, glaube ich, sehr anschaulich und muss, glaube ich, als alternatives Medium auch viel stärker genutzt werden, um etwas zu verdeutlichen. Also die Möglichkeit, mit Videos, Animationen, mit Grafiken, mit Interventionen, mit erlebbaren Erfahrungen wie in der Wahlkabine, so breit heranzugehen, um da eben diese informierte Kritik und Entscheidungsfähigkeit zu ermöglichen und auch nochmal stärker, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, zu verkörpern, was bedeuten eigentlich KI-Verfahren für unseren Alltag in einer vernetzten Gesellschaft, was ist daran positiv, was ist negativ und wie kann ich dann eben mündig selbst auch eine Entscheidung treffen. Und das soll durchaus auch, das soll Friktionen erzeugen, ne? Das soll nicht kein rein optimistisches oder utopisches oder dystopisches Verfahren sein, sondern es soll verstören auch und überlegen, warum verstört es jetzt, bis wohin kann ich eigentlich mitgehen. Das finde ich sehr spannend, was das Design da leisten kann. Das funktioniert nur, wenn wir aus unserem berühmten Elfenbeinturm hinausgehen. Und ich bin ja eine sehr starke Vertreterin der Transdisziplinarität, also nicht nur, dass wir verschiedene Disziplinen miteinander zusammenbringen, um die Fragen der Zukunft der künstlichen Intelligenz weiterzuentwickeln, sondern auch Bürgerinnen und Bürger einladen, Politikerinnen und Politiker einladen, den Chaos Computer Club mit an den Tisch holen. Also ganz unterschiedliche Provenienzen des Wissens und der Praxis an den Tisch holen und diese Diversität auch feiern und zelebrieren in der Beurteilung und Erfahrungsdimension von KI. Wir können diese großen Herausforderungen der digitalen Gesellschaft natürlich nur gemeinsam adressieren und müssen die Stimme eigentlich der Bürgerinnen und des Bürgers auf der Straße besser auch hören und verstehen. Was sind eigentlich die Konzepte, die dort vorherrschen? Weil wenn wir jetzt in meinem Fall als Designerinnen und Designer KI-Technologien mitgestalten, dann müssen wir auch begreifen, wie wird das eigentlich geframed bei den Endanwenderinnen und Endanwendern am Schluss. Also da wirklich zu versuchen, partizipativ zu arbeiten, nutzerzentriert, wie wir es bei uns formulieren. Dazu brauchen wir neue Orte. Wir laden ein zu Dialog und Experiment. Ich zeige gleich, wie das aussieht. Multistakeholder-Dialoge als Formate sind, glaube ich, ein probates Mittel, aber eben auch Bürgerbeteiligung. Und dieser Transfer und Öffnung ist ja eh ein großes Thema in der Hochschulbildung und der ist hier, glaube ich, nochmal ganz besonders wichtig. Also wie schaffen wir es, gerade auch durch solche Formate, wie wir sie heute hier erleben, ja, die werden live auf YouTube gestreamt, das ist doch das Beste, was man sich vorstellen kann, dass diese Art der Diskussion über die Rolle von KI im Prinzip für alle offen ist, dass sie accessible ist, Open Access, dass es Bildungsmaterialien als Open Educational Resources gibt, dass wir viel mit Open Source Technologien arbeiten, um hier prinzipiell die Öffnung zu ermöglichen.
mir ist klar, dass es trotzdem sehr voraussetzungsreich ist. Also nicht dadurch, dass es Open Source ist, kann jeder damit umgehen. Aber wir versuchen schon mal, die Barriere niedrig zu halten. Diese neuen Orte sehen zum Beispiel so aus. Wir haben an der UDK zusammen mit der TU Berlin das Berlin Open Lab aufgebaut. Das ist eine alte Industriehalle auf dem Gebäude, auf dem Gelände der UDK. Und hier schaffen wir Erfahrungsräume. Also das ist eine flexible Architektur, die wir dort geschaffen haben, wo sich einzelne Projekte auch zusammenstellen und zusammenfinden können. Und Sie sehen hier schon an dem kleinen Teaser aus den Veranstaltungen, die wir dort zusammen machen. Also feministische Krypto-Partys zum Thema digitale Tools stehen da an der Tagesordnung. Und dieser Begriff der Krypto-Party, den kennen Sie vielleicht eher so aus diesem Nerd-Segment. Ne? Man trifft sich zusammen und tauscht die besten Verschlüsselungstechnologien für die heimische Hard- und Software aus. Wir haben den Begriff erweitert. Zum einen haben wir ihn feministisch angehaucht, dass es eben nicht nur männliche Hacker sind, sondern auch Hackerinnen. Und dass es eben nicht nur um Verschlüsselungstechnologien geht, sondern um die Anwendung digitaler Technologien und auch um eine Entmystifizierung von KI-Verfahren und Machine Learning. Und das ist bewusst plakativ und vielleicht so ein bisschen catchy gehalten, um einfach auch junge Menschen anzusprechen. Es soll auch Spaß machen, es soll experimentell sein, es soll andere Zugänge eröffnen, die nicht rein, ich sag mal, intellektuell sind, sondern die auch sehr kreativ und pragmatisch sein können. Aber auch so etwas wie KI und Europa 2030 am unteren Rand der Folie, auch hier in die politische Debatte einzusteigen oder auch Open Materials, Crystals, Communities, Concerns, Materialien auseinanderzunehmen und zu schauen, was bedeuten eigentlich neue Hardware-Komponenten für die Weiterentwicklung dieser Technologie. Also ganz pragmatische Ansätze. Und so sehen dann solche Aktionen aus, die wir im Open Lab machen. Ganz klar die Prinzipien von Open Access, Open Data, Open Source und Open Innovation. Und das geht auch in Richtung Hacking von unterschiedlichen Materialien. Auch so die Frage von Biotech. Also wir haben zum Beispiel einen Datenkompost entwickelt. Je mehr ich Daten auf meinem Computer lösche, desto mehr Wasser bekommt mein kleiner Kompost und desto mehr fruchtbare Erde entsteht sozusagen. Oder wir haben Telegram-Chat mit einer Tomate gemacht, die dann sich dauernd beschwert hat, weil sie zu wenig Wasser hatte oder zu wenig Luft. Also ganz einfache Erfahrungsdimensionen in den Alltag zu integrieren und das eben auch mit Menschen mit verschiedenem Hintergrund. Wir haben unten rechts im Bild den Sename Coffee aus Ghana, der die Open Hardware Initiative dort in Ghana leitet und das Social Impact Hub dort aufgebaut hat. Und wir haben hier gemeinsam diskutiert über das Thema von Bias in AI, zum Beispiel Gesichtserkennung, die bei dunkler Hautfarbe einfach nicht funktioniert. Das dritte Thema: Do it yourself, das ist schon die Überleitung. Also die Frage auch, welche Rolle Data Literacy als Zukunftskompetenz hat und haben muss. Da hat ja das Hochschulforum Digitalisierung und die Hochschulrektorenkonferenz schon sehr, sehr wichtige Arbeit geleistet, um das nach vorne zu stellen. Das brauchen wir in Deutschland ganz zentral und das sehe ich in anderen Ländern viel stärker repräsentiert. Also das ist, glaube ich, einer der wichtigen Bausteine für die Hochschulbildung, für die künstliche Intelligenz in der Zukunft. Coding Skills halte ich für zentral. Also ein Erlernen von KI-Basistechnologien als erste Programmiererfahrung, Funktionsweisen kennenzulernen. Und das muss kein Expertenwissen sein, sondern es kann einfach die ganz einfache Beschreibung und Erfahrbarmachung von Funktionsweisen, wie Machine Learning funktioniert, sein. Also KI hier ganz klar als Tool, als Werkzeug zu begreifen und das eben auch in einem Lernkontext mit solchen community-basierten offenen Lernverfahren zu machen, da halte ich sehr viel von. Dazu setzen wir Open Source Hard- und Software ein, also ne, genannt Raspberry Pi ganz klar, aber auch der Calliope Mini schon ab der Grundschule sind da Möglichkeiten da, maschinelles Lernen zu begreifen, erfahrbar zu machen, Programmieren mit visuellen Programmiersprachen wie Scratch. Das sind, glaube ich, sehr niedrigschwellige Angebote, die wir hier machen können und die wir in die Lehre
einbeziehen sollten. Hier mal kurze Beispiele dafür. Machine Learning Prototyping ist ein Kurs, den wir anbieten, so ein einwöchiger Kompaktkurs, wo man einfach Verfahren lernt. Oder auch Data Cities from Disruption Network Lab. Also die Frage, wie soziale und soziopolitische Dimensionen zusammenspielen mit Smart City Technologien, mit Tracking Verfahren. Also hier merken wir ganz stark diese Transdisziplinarität, die zusammenkommt und wo sich verschiedene Expertinnen und Experten jetzt hier auch im virtuellen Raum treffen, um thematisch geclustert solche Themen gemeinsam zu diskutieren. Oder ein Beispiel auch aus meiner Lehre, das Data Justice Lab mit Fieke Jansen haben wir eingeladen, um auch an aktuellen Beispielen wie eben der Corona-Situation die Ungerechtigkeit zu diskutieren, die schon in der Erhebung der Daten liegt. Also auch um zu begreifen, wie kommt es eigentlich zu bestimmten Entscheidungsverfahren in KI-basierten Verfahren. Und wenn wir hier sehen, dass bestimmte Daten über die Verteilung von unterschiedlichen Merkmalen zwischen Black Americans, Asian Americans und White Americans kam. Diese Daten wurden gar nicht erhoben. Es wurde nur quasi objektiv erhoben, wie viele Tote wir insgesamt zu beklagen haben. Aber die Aufteilung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zeigt ein ganz, ganz anderes Bild. Und daran anzuknüpfen und zu sagen, wie können wir denn solche Arten von Datenerhebung anders gestalten, um bestimmten Bias auszuräumen oder um KI-Verfahren besser trainieren zu können. Das finde ich sehr wichtig zu thematisieren, um es aktuell auch begreifen zu können, wie solche Verfahren nutzbringend eingesetzt werden im Kontext der aktuellen Pandemie. Als letzten Punkt die Positionsbestimmung als Politics of AI zwischen humanistischer Ethik und dem Sozialkreditsystem. Wir müssen uns klar machen, das ist uns ja auch allen hier klar, dass wir Technologien wie die künstliche Intelligenz in einem Wertesystem und in einem politischen Ordnungsrahmen fassen müssen und framen müssen und das immer mitreflektieren müssen. Dadurch können wir auch nur Orientierungswissen für andere Fächergruppen bereitstellen, also solche Themen eben wie Bias in AI, Algorithmen für das Gemeinwohl, vertrauenswürdige KI, das sind sehr, sehr wichtige Themen, die wir adressieren müssen. Und die ganze Debatte auch um das chinesische Sozialkreditsystem ist, glaube ich, ein ganz guter Aufhänger, um auch nochmal rückzubesinnen, was ist denn unsere europäische Position dahinter? Und Ethik vielleicht auch so weit zu fassen, dass wir uns überlegen, was ist denn eigentlich, was sind die Rahmensetzungen, auch gesellschaftlichen Rahmensetzungen für den Einsatz von KI-Verfahren? Hier nur so ein ganz kurzer Einblick nochmal in das System. Also wenn wir Sesame Credit, das Verfahren nehmen von Alibaba mit 400 Millionen Usern, die sind Teil dieses Sozialkreditsystems. Die vernetzen das Online-Verhalten mit der Kredithistorie und der Kredithistorie von meinen Freunden und dem Ranking auf Plattformen wie Didi oder das Pendant dazu wäre Uber. Also with a higher ranking, you're presented to higher rank possible partners of the online dating platform by he. Also wir haben ja Beispiele, die wir Stück für Stück auch durch die Medien erfahren haben, was es bedeutet, wenn wir alle unterschiedlichen Arten von Verhaltensmustern und von Daten, die über mich als Nutzerin im Netz verfügbar sind, einfach in eine KI sozusagen reinfüttern und daraufhin dann noch mir unterschiedliche Partner auf so einer Dating-Plattform vorschlagen. Also was ist das für ein Zukunftsszenario, was wir dort sehen und was haben wir eigentlich dem auf europäischer Ebene entgegenzusetzen? Wie verhalten wir uns dazu? So etwas müssen wir mit unseren Studierenden diskutieren. Und das ist nur so eine kleine Grafik, die ich selber mal gemacht habe, was alles einfließt in so ein Sozialkreditsystem. Alibaba und WeChat sowieso, aber auch die Face-ID der Überwachungskameras wird mit reingenommen. Emotional Behavioral Data aus dem Klassenraum. Es wird an einer DNA-Datenbasis gearbeitet und auch an einer Voice Detection Database. Also es gibt auch eine Voice-ID, die eingefüttert werden kann in so ein Sozialkreditsystem. Und an solchen Szenarien mit den Studierenden gemeinsam zu diskutieren, wo sind da eigentlich die Grenzen? Ist es in den Einzelfällen, geht es darum, dass man nicht WeChat analysieren darf für ein Behavior-Based Ranking? Oder ist es das Zusammenspiel, wo würden wir die Grenze ziehen? Was ist eigentlich eine eigene Position, die man dazu formulieren kann, ohne
die Digitalisierung an sich und KI an sich verteufeln zu wollen. Was ist eine differenzierte Debatte dahinter? Das sind mal so vier Gedankengänge, die ich gerne mit Ihnen teilen wollte. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, ganz klar, ne? Digital Literacy, Data Literacy sind Grundsteine für die Hochschulbildung. Diese Form von Erfahrungswissen und Hands-on mit KI-Technologien müssen wir ermöglichen und stärker in den Unterricht einbinden. Und da auch natürlich von diesem Bild wegzukommen, das ja eh schon überholt ist, dass ich als Lehrende den großen Wissensvorsprung habe und ein Gatekeeper sozusagen wäre für diese Technologien. Wir sind Lerngemeinschaften, das muss ganz klar sein. Ja? Wir sind Communities of Practice, die gemeinsam versuchen, diese Technologien auch zu beurteilen, zu erfahren und daraus eben auch eine Positionsbestimmung hinzubekommen. Trotzdem müssen wir uns als Lehrende natürlich extrem weiterbilden und vernetzen, da eine Sensibilität auch für dieses Thema zu haben. Das ist, glaube ich, ein ultra wichtiger Punkt, dass wir hier ansetzen, die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer hier mit an Bord zu nehmen. Transdisziplinarität und Diversität ist mir sehr wichtig als Leitprinzipien für Lehre und Forschung im Bereich KI, weil sonst haben wir wirklich die große Gefahr, dass wir hier einen sehr engen, vielleicht sehr technologisch orientierten Blick nur auf KI-Systeme haben, sondern hier müssen wir wirklich breit einladen und breit diskutieren, um hier zu guten Entscheidungen zu kommen. Kritikfähigkeit ausbilden, EntscheidungsträgerInnen ausbilden, dass das unser Anspruch ist, auch die große Verantwortung, diesen Transfer und die Öffnung für neue Formate. Da würde ich mir auch wünschen, dass wir da uns stärker vernetzen und begreifen eigentlich, was sind denn vielleicht auch niedrigschwellige Formate, die wir einsetzen können in der Lehre, jenseits von dem, was wir in der Komfortzone gewohnt sind zu machen, sondern uns da auch auf etwas Neues einzulassen. Und dafür brauchen wir auch eine Fehlerkultur. Ja? Dafür muss es auch möglich sein, dass mal bestimmte Formate, die wir ausprobiert haben, nicht klappen. Aber ich glaube, das könnte eigentlich auch insgesamt die Hochschulbildung ein ganz gutes Stück nach vorne bringen. Und eben solche Experimentierräume zu schaffen, das mit den kreativen Disziplinen zu koppeln und da zu kooperieren, das würde uns im Berlin Open Lab auf jeden Fall sehr viel Spaß machen und damit haben wir schon angefangen. Das war es von meiner Seite als kurzen Input. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Joost, für diesen spannenden Ansatz, den Sie uns skizziert haben. Ich sehe noch keine Nachfragen im Chat, aber bei mir hat sich natürlich sofort eine Gesamtfrage herausgebildet, und zwar eine doppelte. Wenn ich es platt sagen will, heißt es für mich, was macht ein solcher Ansatz eigentlich mit der gesamten Hochschule als einer kooperativen Institution? Und vielleicht aber auch die Frage, was macht ein solcher Ansatz mit dem Fach Design? Denn es ist mir klar, wie Sie es meinen, aber es könnte ja doch sein, dass man damit sozusagen vieles, was im Fachdesign bisher sozusagen gängig war, als Zielsetzung oder auch als Lehrgegenstand, dass das im Grunde sozusagen dann gar nicht mehr vorkommt. Oder sehe ich das falsch? Also das wäre so eine Doppelfrage zum Einstieg. Zum Thema, was macht das mit der Hochschule? Die Frage stelle ich natürlich auch als jemand aus dem Bereich der Hochschulleitung. Bedarf es da nicht sozusagen sehr fundamentaler Umstellungen und Umstrukturierungen? Und was ist dann zum Beispiel mit einer großen Universität, in der es kein Fachdesign gibt? Wie stellen Sie sich das vor? Eine tolle Frage. Also ich glaube, dass es ein komplementärer Ansatz ist. Ich glaube nicht, dass so ein Ansatz jetzt für jede Disziplin und für die Hochschule an sich ist, weil das wirklich alle Grenzen sozusagen öffnet und eher auch so einen Plattformgedanken hat. Aber ich glaube, solche Plattformen wie solche Experimentierräume zu nutzen für die Öffnung, das ist schon etwas, was ich mir von Hochschulen sehr viel stärker wünsche. Einfach um zu begreifen, auch wo stehen wir gerade. Ich glaube, dass diese digitale Transformation uns so fundamental herausfordert, dass wir gar nicht anders können, als uns so breit mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und da wirklich kreativ zu werden. Also das ist, glaube ich, eine ganz große Chance, die wir als Hochschule
Hochschulen haben, weil es ist ja nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal, natürlich nicht mehr, dass wir als Hochschulen nur allein diesen Zugang zum Wissen haben. Es ist nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal, dass wir uns in unseren Räumen treffen, gerade jetzt nicht mehr. Ne, was ist es denn eigentlich? Ist es nicht, dass wir solche Communities of Practice und solche Experimentiergemeinschaften fördern und fordern können, um dieses Wissen auch zurückzutransportieren, vielleicht in die etwas geschlosseneren Räume, in die etwas disziplinärere Forschung, die vertieft ist und die nochmal einen anderen Zuschnitt auch hat, wie Wissen generiert wird. Also ich glaube, das kann ein wunderbares Zusammenspiel sein. Der Designbegriff, den ich hier im Hintergrund habe, ist ein sehr breiter. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich positioniere Design immer als eigentlich Vermittler und Übersetzer zwischen neuen Technologien und dem, was in der Gesellschaft passiert. Und das sozusagen in beide Richtungen. Und da auch so den Finger in die Wunde zu legen, durch das Design zu zeigen, was für Ängste vielleicht in der Bevölkerung oder für Wünsche in der Bevölkerung existieren, durch so partizipative Prozesse, und auf der anderen Seite durch solche dystopischen Szenarien auch zu zeigen, was für Potenziale in neuen Technologien eigentlich stecken. Das ist, glaube ich, das Interessante am Design, ne? Das ist so eine Schnittstellenfunktion hat zwischen Technologien und Menschen. Und das ist, glaube ich, ein Designbegriff, der weit geht, der auch in diese ganze Mensch-Technik-Interaktionsdebatte reingeht und immer, Sie wissen es ja, ich bin sehr aus Köln geprägt, immer so einen transdisziplinären Charakter hat und auch etwas Unscharfes hat, ne? Also gerade an den Rändern ausfranst. Und das ist, glaube ich, gerade das Spannende und das Tolle, dass man da dadurch auch sehr die Hochschulen auch öffnet für ganz neue Aspekte, für Unsicherheiten, sicherlich auch für Unschärfen, aber eben für diese Art von Erfahrungswissen und Experiment. Das ist, glaube ich, gerade bei diesen großen Herausforderungen ein wichtiger Öffnungsansatz. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt im Chat zwei Fragen. Die Frage von Herrn Rickzee bezieht sich, glaube ich, auf etwas anderes. Deswegen ziehe ich jetzt mal nur die Frage von Frau Vogel inhaltlich vor. Sie schreibt, sie ist Mitglied unserer Arbeitsgruppe und sie schreibt, vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie sprechen mir in vielen Bereichen aus der Seele. Wie schön. Ich komme nicht aus dem Hochschulbereich, sondern aus dem Unternehmens- und Wirtschaftskontext. Super. Und ich sehe dort sehr vergleichbare Herausforderungen im Umgang mit KI wie in den Hochschulen. Anknüpfend an die Frage von Professor Metzner interessiert mich sehr, wie wir nicht nur in den Hochschulen, sondern gesamtgesellschaftlich ansetzen können, um Motivation und Interesse für das Thema zu fördern. Das Thema ist hochkomplex und für mich gerade deswegen so spannend, aber viele Menschen schreckt ja genau diese Komplexität. Wie ist es also möglich, dieses Dilemma zu adressieren und zu lösen? Super, ja, tolle Frage. Ich glaube, was ich hier auch noch gar nicht so adressiert habe, also Unternehmen und Wirtschaftsansätze gehören ja auch genauso rein, ne? Also da habe ich auch gar keine Berührungsängste, dass hier auch Unternehmen mit am Tisch sitzen und auch etwas experimentieren oder beisteuern zu solchen Experimentierverfahren. Diese Komplexität ist genau die Problematik und die werden wir nicht adressieren können, indem wir rein akademisch, disziplinär, intellektuell darüber reflektieren und so eine Diskussion auch in die Gesellschaft tragen. Also diese Komplexität müssen wir abschichten. Und ich glaube, dass diese Ansätze, es ist ja so bottom-up, was wir da machen, ne? Diese Ansätze mit ganz einfachen Hardware-Komponenten wie so ein Raspberry Pi, das selber auszuprobieren und innerhalb von einer halben Stunde zu merken, ach so, das ist maschinelles Lernen. Und das habe ich selbst sozusagen gemacht. Also diese Ermächtigung, das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges. Weil viele, also wir machen am Weizenbaum-Institut ja auch viel zum Thema digitale Ungleichheit, kommt genau daraus, dass viele abschalten, wenn ich das Thema künstliche Intelligenz bringe, weil dann entweder ein Mythos hochgehalten wird oder diese Komplexität gescheut wird und das totale Ängste produziert. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen und sagen, also maschinelles Lernen ist ja jetzt wirklich manchmal nichts Besonderes, ne? Das sind ganz einfache Verfahren. Und wenn man auch sieht, wie maschinelle Lernverfahren und diese Bilderkennungsverfahren einen Hund nicht von der Katze unterscheiden können, dann macht das schon mal eine Barriere sehr, sehr niedrig. Und das ist, glaube ich, sehr gut, dass man einfach begreift, ach so, das ist das Verfahren. Daraus resultiert ja aber diese Art vielleicht von Vorurteil oder Bias, die dort eingeschrieben wird. Und das ist, glaube ich, gut, damit
kleine Schneisen sozusagen reinzuschlagen, um Leute mit an Bord zu holen, die plötzlich dann selbst auch Fragen stellen können. Also überhaupt Studierende jetzt in dem Kontext zu ermächtigen, dass sie einfache Fragen stellen können, weil viele davor zurückscheuen, weil sie eben diese Komplexität fürchten und dann gar nicht erst einsteigen. Also wirklich eine Bottom-up-Schneisen schlagen, kleine Erfahrungsdimensionen zu eröffnen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Weg. Ja, vielen Dank. Jetzt hatte Herr Rekzi eine Frage an Sie. Ja, vielen Dank. Ich möchte die Gelegenheit übrigens ganz kurz nutzen, um auch vorzuschlagen, dass unsere Mitglieder hier im Zoom-Raum, wenn sie eine haben, sich melden und ebenfalls die vielleicht selbst hier vortragen können. Muss der arme Professor Metzner das dann nicht vorlesen. Meine Frage wäre vielleicht im Sinne eines Teufelsanwalts. Sie haben schon angedeutet, dass vielleicht diese Literacy, die dazugehört, bereits in der Grundschule beginnen sollte. Ich denke das weiter, wenn dann im Studium das interdisziplinär, das ist für Sie ein wichtiger Begriff, Fragestellung und Grundvoraussetzung für Studieren hin zum mündigen Bürger, zur mündigen Bürgerin sein muss. Und sagen wir beispielsweise, der Kunstgeschichtsstudent und die Philosophiestudentin müssen beide sich Gedanken darüber machen, was bedeutet dieser Transfer zu einer digitalen Gesellschaft, um überhaupt auch ihr Fach noch im Kontext der Gegenwart mündig zu lernen und auch als Dialogpartner in der Gesellschaft zu lernen. Müsste dann umgekehrt nicht zum Beispiel auch die Designstudentin, die einen Schwerpunkt auf Digitales legt, der Informatikstudent, der Mathematikstudent und die Maschinenbauerstudentin umgekehrt auch sozusagen ein Grundstudium in Philosophie, Geschichte, Gesellschaftswissenschaft haben oder vielleicht auch aus der sozusagen geisteswissenschaftlichen Perspektive auf Design, um ebenfalls mündig mitreden zu können. Denn die Frage, warum erkenne ich eine Katze, die ich noch nie gesehen habe, als Katze, ist ja etwas, was wir seit 2500 Jahren in der Philosophie. Das stimmt. Ja, tolle Frage. Also zum einen, wir an der UdK haben ein Studium Generale eingeführt, genau auch aus dem Grund. Also die Frage wirklich, ne, gibt es nicht so eine Art von Kanon der Grundbildung, den wir brauchen für die Universität der Künste, um genau ein solches Fundament zu vermitteln. Das haben wir jetzt seit ein paar Jahren eingeführt. Das ist ein alter humanistischer Bildungsbegriff, den ich sehr befürworte. Ne? Das wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagt, Studium Generale in so einem Bereich könnte eben da ein Ansatz sein. Das Zweite ist, und das ist auch meine Prägung von der Fachhochschule Köln, also Köln International School of Design, wir machen das über Projektverbünde. Also wir machen ganz mit meinen Kolleginnen auch von der TU Berlin zusammen, machen wir Kompaktkurse von einer Woche, wo es um Bias in AI geht. Und da ist ein Philosoph, eine Musikstudentin, ein Informatiker und eine Designerin mit an Bord. Und jeder und jede bringt eigentlich ihre Kompetenzen und Sichtweisen ein. Also wir versuchen nicht sozusagen gleich zu machen und alle müssen erstmal einen KI-Grundkurs machen, sondern wir sagen, wir haben ja eine Herausforderung wie das Thema Bias in AI und wir versuchen, die aus diesen verschiedenen disziplinären Blickweisen zu begreifen, vielleicht umzugestalten, zu kritisieren und entweder ein politisches Manifest daraus zu schreiben oder eine Intervention im öffentlichen Raum daraus zu gestalten oder einen Zeitungsartikel, was auch immer. Das sind solche Lerngruppen und Experimentierräume, von denen ich spreche. Also dass jeder und jede sozusagen aus der eigenen Perspektive etwas mit an den Tisch bringen kann. Und das finde ich einen ganz tollen Ansatz, der bisher auch sehr, sehr gut klappt, wenn die Öffnung im Kopf sozusagen da ist. Also wenn man sich darauf einlässt, auf so eine Reise, ist das sehr fruchtbar und öffnet eben für alle, die daran teilnehmen, wirklich sehr spannende neue Erkenntnisse und neue Sichtweisen, wenn man erstmal merkt, wie eng man vielleicht auch auf das Thema KI bisher geschaut hat. Und wenn plötzlich die Philosophin genau sagt, dass dieses Problem mit der Katze schon etwas älter ist. Ja, vielen Dank. Jetzt hat sich Frau Bergen dazu geschaltet. Ich weiß nicht, ob das sozusagen nur das Interesse ist oder ob Sie eine Frage stellen wollen, Frau Bergner.
Frage hätte ich nicht direkt. Ich dachte, es ist mal schön, wenn wir uns auch ein bisschen gegenseitig sehen. Man spielt gegen die schwarze Wand und ich wollte einen guten Anfang machen. Das war alles. Das ist sehr nett. Ja. Vielen Dank. Wunderbar. Ich wollte doch noch mal im Anschluss an die letzten beiden Fragen doch noch mal zurückfragen. Wie sieht es zum Beispiel an der UdK aus, Frau Jus? Also wenn Sie vom Studium Generale sprechen, können wir uns das so vorstellen, dass sozusagen alles in den Fächern bleibt, wie es ist, aber im Studium Generale, da wird sozusagen das so eine Art Metastudium oder Transstudium ermöglicht, das aber sozusagen für sich steht. Oder gibt es tatsächlich zum Beispiel an Ihrer Hochschule so etwas wie eine umfassende Transformation? Schwierig zu beantworten. Also das Studium Generale ist in den ersten Semestern, besteht eben aus Wahlpflichtfächern, die über die ganze Bandbreite der Hochschule und auch der TU zum Beispiel und anderer Universitäten gewählt werden kann. Also hier kann ich mir wirklich zusammenstellen aus der Philosophie, aus dem Schauspiel, aus der Bildhauerei, aber auch aus TU-Angeboten und anderen, wie ich mein Studium Generale gestalten möchte, und eben bestimmte Kurse werden als Studiengenerale dann geöffnet. Darüber hinaus sind wir aber gerade dabei und haben gerade einen neuen Studiengang ins Leben gerufen, Computation and Design, der zwischen der TU und der UdK stattfindet. Also solche hochschulübergreifenden Konzepte erproben wir gerade, und so etwas findet dann zum Beispiel auch in dem Berlin Open Lab statt. Also wo man explizit darauf Wert legt, dass diese verschiedenen Disziplinen hier zusammenkommen und ihr Wissen miteinander teilen, was in der Konzeption natürlich total schwierig ist, kann man sich vorstellen, zwei verschiedene Curricula und Anerkennung, bla bla bla. Aber wir haben es hingekriegt, und ich glaube, das sind wichtige Herangehensweisen, um hier die Zuschnitte zu verändern und um hier im Curriculum zu platzieren, wie das ermöglicht wird. Und das sind, glaube ich, Anregungen, die ich hier auch mit einbringen möchte, dass bei diesen Fragen auch der KI-Technologie solche hochschulübergreifenden Curricula, Anerkennung von solchen Kursen, die Kuratierung eigentlich eines interessanten Programms mit diesen unterschiedlichen Aspekten, das ist, glaube ich, das, was wir als Hochschule gerade leisten sollten, um da diese Transformation zu beschleunigen. Ich schaue noch mal in den Chat rein. Frau Bergner wird das, schreibt sie, gerne auch in ihrer Hochschule nutzen. Das ist schön. Vielleicht noch mal von mir aus sozusagen eine abschließende Frage. Welche Erwartungen bestehen Ihrer Meinung nach bei einem solchen Transformationsprozess an eine Hochschulleitung? Oder ist das sozusagen ein reines Fächerthema, die sich dann auf irgendwas einigen müssen? Oder bedarf es da nicht sozusagen eines, auch seitens der Hochschulleitung oder auch der Verantwortlichen, eines umfassenden Strategiewechsels? Ich glaube schon, dass das von den Hochschulleitungen sehr stark mit gefördert werden muss. Und das muss man auch mutig machen. Das ist schon ein großer Schritt, auch diese Öffnung von also sowohl disziplinäre Öffnung als auch Experimentierraumöffnung zu machen. Ich sehe es aber ganz stark aus der Generation auch der Studierenden, dass das auch gefordert und gefördert wird. Und das finde ich toll. Also ich glaube, dass wir da so einen Schulterschluss mit den Studierenden machen könnten und das eben gemeinsam auch mit den Studierenden gestalten könnten. Also dass wir nicht nur sagen, ne, es kommt sozusagen von oben und wir machen jetzt Öffnungsprozesse, sondern das eben gemeinschaftlich mit den Studierenden zu gestalten. Also sowas wie Teilhabegerechtigkeit, den Ausgleich von digitaler Ungleichheit, die Diskussion um die Rolle und die Konzeption von KI-Technologien, das ist etwas, was die Studierenden sehr stark reflektieren. Insofern würde ich da, glaube ich, sozusagen eine Klammer drum setzen, dass vielleicht auch die Hochschulleitungen sich gemeinsam mit Studierenden und Lehrenden zusammentun und sagen, was ist denn aus unserer Konstellation an der Hochschule eigentlich die Möglichkeit der Öffnung, von welcher Disziplin ausgehend, und die Formate wären dann, ne, Studiengänge, Experimentierräume, Bürgerpartizipationsformate, dass man da einmal so durchdekliniert, wo setzen wir da an und was sind mittelfristige Ziele, die wir umsetzen können. Und ich glaube, wenn
so eine Empfehlung vielleicht auch aus dem Hochschulforum Digitalisierung kommen würde, da mutiger zu sein und Best Practices auch vorzustellen, ne? Weil einiges ist gar nicht schwer zu machen. Das ist gerade diese FabLab-Konstruktionen, das sind relativ überschaubare Investitionen und das ist eben alles Open Source. Also es ist jetzt kein riesiger Strategieplan, den man dafür braucht. Dass man das aber einfach weiß und vielleicht auch so in handhabbaren Formaten zur Verfügung stellt und sagen kann, okay, das probieren wir jetzt einfach mal aus und es ist relativ niedrigschwellig. Das wäre, glaube ich, ganz spannend, sowas zu machen. Ja, vielen Dank. Ich denke, damit sollten wir schließen.